Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Uncharted The Lost Legacy. Wir folgen Nadine Ross, die geht hier gerade runter und wir verlassen dieses Gebiet hier. Letztes Mal haben wir eine Axt hier gebaut. Und ja, passen wir mal hier lieber auf. Ich habe gerade eben hier schon zwei, drei Sekündchen eigentlich nur gezockt. Deswegen kommt hier gerade kein Dialog, obwohl da eigentlich schon einer kommt. Okay, man hätte auch den sicheren Weg nehmen können. Kam ein unangenehmes Geräusch, was ich nicht in der Aufnahme wollte. Jetzt stellen sich Leute allerlei Sachen vor. Nein, ich hab nur einmal leise gerülpst, auch noch mitten im Reden. Naja, schade. Aber wie gesagt, sowas möchte ich primär nicht im Let's Play haben. So, fahren wir nochmal schön im Rückwärtsgang einfach. Das ist schön entspannt. Schau mal, ich glaube, dass dein knallharter Ruf dir diesen Job besorgt hat. Und du könntest das Geld sicher gut brauchen. Da hast du nicht unrecht. Weißt du was? Eigentlich nett zur Abwechslung mal mit einer Frau zu arbeiten. Das stimmt. Es gibt nicht viele von uns. Okay, Moment, ich glaube, das war doch das, wo wir außen rum mussten, oder? Ich probiere trotzdem mal gerade dem Wasser zu folgen. Dieser eine Waffenhändler wollte den Boss sprechen. Als ich ihm sagte, dass ich das Sagen habe, wollte er aussteigen. Ah, was hast du gemacht? Den beiden Beine gebrochen. Oh, das ist kein Witz. Er wollte mich nur dem Niveau anpassen. Oh, leg dich nicht mit Ross an. Das sollte ich auf meine Visitenkarte schreiben. Kannst du nicht einfach aufhören, einen Schlussstrich unter Shoreline ziehen? Ich wurde da reingebracht. Ich hatte gehofft, sie wären inzwischen abgehauen. Wir könnten sie nett darum bitten. Oh, da sind ja welche. Okay. Ja, oder wir können die auch einfach umfahren. Also nicht umfahren, sondern umfahren. Ey Leute, redet weiter. Führt euren Dialog weiter, der war doch cool. Warum reden die nicht mehr? Schade. Na, auf jeden Fall, wie schon angenommen, der eine Weg ist... Ich kann Shoreline nicht einfach verlassen. Ich wurde da reingeboren. Ich habe keine Wahl. Oh, man hat immer eine Wahl. Das denke ich mir aber auch. So, ach, hier ganz drüben sind wir schon. Ja, einmal quasi um die Map drumherum fahren, aber so lang ist es eh nicht, also so weit. Insofern easy, wir sind bald da. Okay, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir, sobald wir dieses eine Gebiet verlassen, direkt Probleme bekommen werden. Aber anscheinend, nö. Ist das Schicksal auf unserer Seite. So, Moment, könnte ich am Turm vorbei und da... Moment, ich fahre mal hier rechts rein gleich. Und dann gehen wir mal zum Turm und gucken nochmal ganz kurz auf die Karte, um genau zu wissen, wo es weitergeht. Kartenlesen ist auch so eine geile Sache. Ich glaube, heutzutage vollkommen unnötig. Wobei es echt auch immer wieder was bringt, wenn man selbst mal quasi auf die Karte guckt und mal schaut, was so für Stationen zum Beispiel eingetragen sind, wenn man mal einen Zielpunkt hat. Ich zum Beispiel musste letztens innerhalb von Frankfurt Main quasi woanders hinfahren und da wurde mir von Google Maps oder Apple Maps, ich glaube von beidem, oh, hier ist ein Schatz irgendwo. Kam gerade der Sound für einen Schatz. Moment mal. Hier vielleicht? Das könnte sein. Ich schaue mich nur kurz um. Auf jeden Fall wurde mir ein Weg empfohlen mit auch noch einer Regionalbahn oder so, glaube ich. Auf jeden Fall musste ich da über eine Stunde fahren. Dachte ich, das kann es ja nicht sein. Hab quasi eine U-Bahn-Station in der Nähe gesucht. War am Ende vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde unterwegs. Also, das lohnt sich auch mal, quasi die Augen offen zu halten und mal zu gucken, ob man eine gute Alternative findet.
Ich schaue mich nur kurz um. Gut, bis dann. Da war das Geräusch erneut. Oh, das könnte jetzt dazu führen, dass man immer so ein bisschen quasi paranoid nach den Schätzen sucht. Oh, das kommt immer an derselben Stelle. Ist es vielleicht eine Etage runter? Danke für deine Geduld. Quasi einmal hier runterfahren und dann sind wir da, oder? Ja, das ist im Moment, das könnte gut sein. Ach, da! Ich schaue mich nur kurz um. Viel Erfolg. Eine gravierte Kürbisschale, jawohl. Falls wir mal Hunger haben, Bock auf Kürbis haben, spätestens Ende Oktober lohnt es sich definitiv, dass wir hier ausgestiegen sind. Halloween ist aber auch so eine Sache. Konnte ich nie nachvollziehen. Wobei, die Halloween-Simpsons-Folgen zum Beispiel waren immer wieder mal ganz nett. So, wo geht's jetzt hier weiter? Okay, einmal links rum und dann hoch. Easy. Ja, dieses etwas langsamere Tempo der letzten drei Folgen wird jetzt aufgehoben, denn ab jetzt geht's quasi nicht mehr im Open-World-Abschnitt weiter, sondern mit dem Story-Verlauf und, ja, ich denke mal, das ist das einzige so richtig Open-World-mäßige jetzt war in diesem Game, weil wir haben dafür eine große Belohnung bekommen, für die Schätze. Was Vergleichbares würde mir jetzt nicht mehr einfallen, was man noch bekommen könnte. Atemberaubend. Was schätzt du, wie lange es dauert, sowas zu machen? Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Die Häusler verstanden sich echt auf Bildhauerei. Und auf Krieg, wie es scheint. Das auch. Das hier wurde sicherlich zur Feier ihres Sieges über die Perser gemacht. Haben sich offenbar tapfer geschlagen. Das haben sie. Leider war es nicht von Dauer. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn, stimmt's? Das Bild kommt mir bekannt vor. Dieses Bild entspricht genau dem auf der Scheibe. Und was bedeutet das? Weiß ich noch nicht. Aber ich würde sagen, wir probieren das mal. Okay, auf geht's. Wollen wir tanzen? Versuch es diesmal nicht kaputt zu machen. Frechheit. Wie schön verdammt die Waffe ist, ne? Was zum Teufel? So gefällt mir das. Damit hatte ich nicht gerechnet. Bereit? Ja. Ich, genieße nur den Augenblick. Wow. Okay, das Fahrzeug nehmen wir ja nicht mit. Okay, ab hier wird's düster. Oh mein Gott. Heilige Makrele, was ist denn hier los? Willkommen im Stadtkern von Halebid. Dem letzten bekannten Ruheort von Ganeshas Stoßzahn. Spektakulär. Was? Sieht es nicht aus, als wäre da ein Damm oder so zwischen den beiden Ganesha-Statuen? Vielleicht vom Wasserfall weggespült. Und wie kommen wir dann rein? Moment. Ja, sieh dir die Krone an. Das war keine Erosion.
Du hast recht. Vielleicht war das ein Wachturm? Bestimmt kamen so die Perser rein. Ich habe von diesem Ort schon so lange gehört. Und jetzt sehe ich ihn mit eigenen Augen. Mach doch ein Foto. Und schick es deinem Dad. Tolle Idee. Was? Sag bloß, du kannst keinen Computer bedienen. Dann mach ein Foto und zeig's ihm persönlich. Nein, es ist nur ein paar Jahrzehnte zu spät dafür. Dazu ich. Oh Gott, bitte nicht. Alles gut. Wollen wir jetzt nach Hallebit? Ja. Komm. Die große Schlacht. The Great Battle. Das ist wirklich echt. Was alles dafür benötigt wurde. Die Handwerker, die Baumeister. Ja, ihre Arbeit steht noch. Aber sie sind weg. Ihr König hätte mit seinem Geld wohl besser sein Volk beschützen und nicht sein gutes Ziel abgeben sollen. Wow, das sieht so unfassbar geil aus. Eieieiei. Oh. Ja. Kann man hier runter? Nadine? Wo ist die denn? Ich hab die Treppe nach unten gefunden. Oder ach so. Was davon übrig ist. Ach, da ist ein Schatz. Moment, wir quatschen mal mit ihr. Irgendeine Idee, wie wir zur Krone kommen? Hast du den Helikopter dabei? Zu Hause vergessen. Mist. Dann klettern wir wohl. Hast du den Helikopter dabei? Aber so eine Drohne wäre keine schlechte Idee, ne? Die eventuell auch ein Menschengewicht tragen kann. Das wäre echt geil. Aha, was haben wir hier denn? Eine Paduk-Holz-Teedose. Das Problem bei sowas ist immer, dass einem nie wirklich was vermittelt wird, was das jetzt für eine Bedeutung hat oder so. Ich bin mir sicher, irgendeine historische Relevanz haben die meisten Gegenstände. Oder zumindest... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es von real existierenden Völkern auch immer wieder ist, aber... Okay, bereit? Das Spiel könnte auch einem einfach mitteilen. So zwei, drei Sätze oder so können es einem mitteilen. Ach, da hinten ist auch nochmal ein Schatz. Okay, und jetzt? Such einen Weg hoch. Ach, da oben. Da. Ich finde übrigens diese Schatzsucher-App, in Anführungszeichen, die wir jetzt haben... Das ist zwar ein wenig gecheatet, aber ich finde, wir haben es uns verdient. Uiuiui. Ja, da wir diese eine Schnitzeljagd gemacht haben. Uns hat sich definitiv gelohnt, wie ich finde. Sieh mal, man kann unter den Wasserfällen etwas Gebautes erkennen. Oh, du hast recht. Da oben. Da geht's weiter. Ah, hier rüber. Ach so, gar nicht mal so rüber, sondern mal hoch. Ja, man merkt aber auch, das Spiel möchte viel verzeihen. Okay. Die Animation blieb unfassbar lange da, mit der man sich hier einhaken kann. Wir kommen gleich näher. Ah, in die Hand. Ja, dieses Schatzsucher-Ding kann natürlich dazu führen, dass man einfach die ganze Zeit nach Schätzen sucht. Aber es kann auch dabei helfen, dass man eben nicht die ganze Zeit danach Ausschau hält, sondern
nur wenn man ein Signal halt bekommt. Das ist auch ganz schön. Komm, hier lang. Ist das auch sicher? Das fragst du mich immer wieder. Wir sparen viel Zeit, wenn du einfach annimmst, dass es das Licht ist. Das ist das Licht. Oh Mann. Oh Gott. Es ist übrigens definitiv nicht sicher. Habe ich gesehen. Kommst du hier wieder hoch? Ja, geh weiter. Ich hol dich ein. Oh Mann. Hier, ich hab dich. Schon okay, ich pack das. Nimm einfach meine Hilfe an. Gut. Komm hoch! Ja. Weil du bitte gesagt hast. Hab ich aber gar nicht. Du meintest doch, Ganesha wäre der Entferner der Hindernisse. Er stellt dir aber liebend gern welche in den Weg, wenn er es für notwendig hält. Haben die Häuserler ihn deshalb für Hallebit ausgewählt? Er wird auch der Wohltatenschenkende genannt. Man bittet ihn um Erfolg und Reichtum. Verstanden. Das ist cool. Sind wir nicht da hinten hergekommen, quasi? Da bei der Ruine? Oder ein bisschen weiter da hinten? Ich glaube, ein bisschen weiter da hinten, oder? Das ist auf jeden Fall eine mega krasse Gegend. Ist das wirklich der einzige Weg rüber? Ja. Ich sehe ihn noch nicht mal. Ach so, da. Oh na, Mann. Spaß da drüben? Na und ob. Okay, schön einmal springen und L1. Auf geht's. Und bam. Unglaublich. Wow. Macht Spaß, oder? Das war das Verrückteste, was ich hier getan habe. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich denke noch drüber nach. Ich denke noch drüber nach. Sehr gut. Oh Mann, nicht runterfallen hier. So einen random Tod können wir nicht gebrauchen. Das wäre für alle peinlich. Kannst du bitte... Okay, wo müssen wir hin? Ach, da. Nee, streck doch nicht die Hand aus. Du kommst da noch nicht hin. Oder? Oh Gott. Knappes Ding. Du machst das ganz toll, Schätzchen. Danke. Wird noch besser gehen, wenn wir auf der Krone sind. Ich bin überrascht, dass wir Asnath noch nicht gesehen haben. Klopfer Holz. Oh, er ist in der Nähe. Ich bezweifle, dass wir ihn hier oben treffen werden. Warum? Er hat nicht den Mumm, so weit hochzuklettern. Ich glaube, ich habe einen Platz entdeckt, von dem wir uns zur Krone schwingen können. Oh, oh. Vielen Dank. Schnell, kletter hoch. Ich rutsche. Okay. Was sagst du? Beeindruckend. Ja. Oh. Also, wie kommen wir hier wieder runter? Okay. Immer mit der Ruhe. Also ich muss sagen, am Anfang war ich auch ein wenig skeptisch, aber ich finde, die Paarung passt tatsächlich. Chloe und Dean. Ist natürlich sehr schwierig, hier Nate und Sully zu ersetzen. Hä? Aber sie haben ihre eigenen Sympathiepunkte, finde ich, verdient. Und sie sind zwar eigen im Vergleich zu den bisherigen beiden Hauptprotagonisten, aber... Okay. Hier oben ist es stabiler. Verschrei es nicht.
find's cool. Das ist unser Weg rein. Dank der persischen Armee. Oh. Wow, guter Schuss. Die Perser hatten wohl ein Trebuchet. Ein was? Trebuchet. Kannst du nicht einfach Katapult sagen, wie jeder andere auch? Ein Trebuchet ist eine Form des Katapults. Es kann mit schweren Geschossen beladen werden wie dieses und sie weiter schleudern. Aha, das lernt man beim Militär? Hab's auf Wikipedia nachgelesen. Wie jeder andere auch. Ja, sehr gut. Na, Moment. Wie das ausschaut, wenn es Licht reinkommt aus so kleinen Öffnungen, finde ich super. Nach dir. Unglaublich. Unsere alten Freunde, Parashurama und Ganesha. Freunde? Ja, ob sie kämpfen. Wenn die Hindu-Götter keine Dämonen bekämpfen, kämpfen sie manchmal gegeneinander. Das ist kein fairer Kampf. Ganesha kämpft mit bloßen Händen. Hm, vielleicht einfach nicht sein Stil. Was für krasse Bauten, ne? Okay, ich weiß nicht, wo es hier weitergeht. Ich kann nirgends hinspringen. Oh Mann. Oh Mann! Ich verstehe das aber jetzt zum Beispiel nicht. Ich komme nicht nach oben. Ich komme nicht... Ach so, da. Ja, gut. Aber ich komme nicht nach oben. Ich komme nicht an der Seite raus. Genau, hier eine unsichtbare Wand. Aber nach unten hin ist nichts begrenzt. Das ist total komisch. Ach, dann links unten ist ein Schatz. Aus dem Berg herausgehauen? Sieht ganz danach aus. Die Geduld muss man mal haben. Ich habe ja schon sehr, sehr viel Respekt für die Leute, die bei Forza oder so die krassen Designs herstellen. Oder Modder. Aber das ist aber eine ganz andere Ebene. Das ist halt auch eine körperliche Anstrengung über mehrere Jahrzehnte. Sie haben die Tür versperrt. Hat ihnen auch nicht geholfen. Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass die Perser von oben kommen. Man sollte meinen, bei der dritten Invasion wären sie vorbereitet gewesen. Sie dachten wohl nicht, dass jemand sie besiegen könnte. Muss doch irgendwo rausgehen. Okay, suchen wir einfach nur einen Weg raus, oder? Okay, die Tür unten ließ sich nicht öffnen. Ich nehme an, hier oder so. Na, wobei... Oh ja. Das ist definitiv mal ein Bild wert. Hat der Elefant was damit zu tun? Hey, Kollege. Ach, hier. Hier durch. Direkt hinter dir. Sieh mal, Rüstungen. Du hattest recht, Nadine. Manchmal bin ich in Form.
Ist das alles persisch? Scheinen sowohl die Hostale als auch die Perser gewesen zu sein. Die erste Verteidigungslinie. Das sieht doch schon besser aus. Ja, das Armband blinkt auch, wenn wir in der Nähe eines Schatzes sind. Also selbst wenn ihr kein akustisches Signal hört, ihr seht es auf jeden Fall. Ach, da. Elfenbeinzahnprothese mit Goldfassung. Wow. Sieht auch ein bisschen aus wie ein komplett verformter Schlagring. Das ist aber mal krass, ne? Hey, noch eine von diesen Türen. Interessante Zahnprothese gewesen auf jeden Fall. Mal sehen. Oh gut, das funktioniert ja. Also, schön ein wenig Licht zu haben. Wie in einer Krypta. Krypten und Begräbnisse sind nicht wirklich hinduistisch. Sie bevorzugen Feuerbestattungen. Das ist eine wunderschöne Zeremonie. Antyesti, in Sanskrit letztes Opfer. Opfer? Die Idee ist, dass unsere Körper nur geliehene Hüllen sind und sie zurückgegeben werden, damit sie anderen helfen. Ein hübscher Gedanke. Zu spät für diese armen Schweine. Okay, Leute, da hinten geht's anscheinend weiter, aber ich finde, dieser Raum ist wunderschön und passend auch, um ein kleines Päuschen zu machen bis morgen. Und dann geht es mit Uncharted The Lost Legacy weiter. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei diesem schönen Abenteuer, was doch wieder ordentlich an Fahrt aufnimmt, seitdem wir wieder der Story folgen. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut!